Hey Leute und willkommen zur, und ich traue es mich gar nicht erst zu sagen, zur 30. Ausgabe von Brainfuck! Okay, ich dachte, das ist irgendwie spektakulärer. Aber egal. Das heißt natürlich, heute gibt es wieder fünf steirische sinnlose Fakten. Nein, fünf Fakten über mich. Okay, das kann ja was werden. Ich leide an einer Form von Dysosmie, das heißt, mein Geruchssinn ist eingeschränkt. Das Ganze ist nicht schlagartig passiert, sondern eher schleichend. Ich halt in der Schule war so zwischen 10 und 15. Und das prägende Ereignis war, ich hatte mal Chemieunterricht und wir waren im Labor und haben irgendwas experimentiert, keine Ahnung. Und jedenfalls wurde Buttersäure, wenn ihr wisst, wie Buttersäure riecht, dann versteht ihr das vielleicht, wurde ausgeschüttet und alle in meiner Klasse haben irgendwie rumgeschrien, ah, es stinkt so viel, und ich so... Hä? Und da war mir irgendwie klar, dass irgendwas mit meiner Nase nicht stimmt. Aber ehrlich gesagt, wirklich beeinträchtigen tut es mich dann nicht. Ich mag Ananas. Aber halt wirklich. Das Ganze hat irgendwie als Running Gag angefangen, aber mittlerweile kann ich diese wunderschöne tropische Frucht gar nicht mehr aus meinem Leben wegdenken. Ich hab dich echt gern. Ja. Manchmal rede ich mit mir selbst. Meistens ist das nachts, heißt, ich rede mich selbst in den Schlaf. Was sagt es über mich aus? Ich lüge nie. Wirklich nie. Versteht ihr? Ab jetzt kommen regelmäßig Videos. Aber ich bemühe mich jedenfalls, dass sie regelmäßig kommen. Versprochen. Hallo, hier ist Sinn und ich bringe euch fünf wirklich sinnlose Fakten bei. Okay, fangen wir an. Wenn du deine Sonnenbrille verkehrt herum aufsetzt, steigerst du deinen Freshness-Faktor und deine Freunde werden dich darum beneiden. Aber wenn du sagst, dein Freshness-Faktor ist immer noch nicht hoch genug, dann kannst du das hier machen. Wie du siehst, hast du dann zwei Sonnenbrillen auf und dein Freshness-Faktor steigt exponentiell an. Und das ist cool. Und du schützt deine Augen vor UV-Strahlung. Doppelt. Man kann auf Kühen reiten. Die meisten von denen mögen das zwar nicht, aber man kann auf denen reiten. Weil aber die meisten von denen das nicht mögen, sollte man nicht auf Kühen reiten. Ich mag Avocados. Und man kann mit dem Kern einer Avocado ganz viele tolle Dinge tun. Und man kann mit dem Kern Avocado ganz viele tolle Dinge tun. Man kann Billard spielen, wenn man genug hat. Man kann jonglieren. Oder man kann seine Freunde mit seiner Werfkunst beeindrucken. Lass mal machen. Man kann mit seinen Fingern ein spektakuläres Spektakel kreieren. Man nimmt seine Finger, alle 10, und macht so. Macht so. Seht? Eure Freunde werden davon beeindruckt sein. Könnt ihr das auch ganz schnell machen. Seht ihr das? Das ist Magie. Wenn ihr einmal einsam seid, könnt ihr einfach Augen an eure Ananas machen und dann seid ihr nicht mehr einsam. Ich meine, irgendwann fängt er zwar an zu riechen, aber wie ihr wisst, riechen ist sowieso nicht so meine Stärke.
Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Er kann reden. Grüß euch Leidl, ich bin wieder der Sinsin und heute gibt's mal wieder 5 steirische Wörter für euch. Das heißt, ich sag die Wörter und ihr versteckt's dann nachher und euch wird das gefallen. Sag's euch wirklich, euch wird das gefallen. Graffelwehr oder Klumpert. Der ist da. Das ist mein Freund, das ist kein Klumpert. Ein Klumpert ist irgendwas, was du irgendwie rumliegen hast, irgendwann mal kriegst und sowieso einfach nur rumliegt und dann siehst du es halt irgendwann einmal und denkst dir, ja, warum liegt das da? Das ist irgendwas, was man halt weghauen kann, wo man manchmal zu faul ist, das wegzuhauen. Und deswegen nennt man das halt auch Graffelwehr, der Klumpert, weil es halt, es ist Klumpert. Ja, verstanden? Weißt du was? Manchmal triff ich so Leute und die sind so ein wenig Odrat. Weißt du, die verhalten sich irgendwie komisch, gehst halt zu denen hin und sagst dir, ja, grüß dich! Und dann so, das ist halt irgendwie so ein wenig die falschen Leute sind das halt. Weil meine Freunde sind nicht Odrat, meine Freunde sind, die sind halt so, wie sie halt sind. Und so andere Leute sind manchmal so, wo man sich halt denkt, ja, wie meint der das jetzt? Meint der das jetzt gut oder nicht so gut? Oder will der mich damit irgendwie angreifen? Und ich kann ja mit Kritik nicht umgehen. Ich so, hey, was machst du da? Und der sagt auch, nein, passt eh. Und das ist ein wenig Andrat. Ja, pur los eine war das. War das lustig? Ja, pur los war das lustig. Aber pur los, was heißt denn das? Pur los ist, wenn irgendwas ist, was man nicht gedacht hat, dass das jetzt ist. Und sagt, ja, pur los hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt ist. Das ist das. Ja, hey. Kommst du öfter daher? Ich hab dich schon gesehen ein paar Mal. Und gefällst mir. Weißt du, was ich da gerade mache? Ich tue gerade aufbandeln. Aufbandeln ist halt, ja, wenn du da halt dein Gesicht und sagst, hey, wie geht's dir? Und dann schaut er das zurück und dann irgendwann redet man mehr. Dann tut man aufbandeln. Ja, da hat man auch Spaß und so. Wisst ihr? Aufbandeln. Tut mir leid, ich bin ein bisschen ein Botscherlin. Achso, ich wollte wissen, was ein Botscherlin ist. Naja, ein Botscherlin ist einer, der sich öfter mal juckt, der sich öfter mal weh tut und der so ein bisschen ungeschickt ist. Das heißt, so ein Botscherl halt. Und da ist halt der Boden ist rutschig. Da muss man aufpassen, weil sonst ist man ein Botscherlin. Und man will sich ja nicht weh tun, gell? Wir kennen sie wohl alle, sie ist flexibel, man kann alles Mögliche mit ihr anstellen und manche können gar nicht genug von ihr bekommen. Die Rede ist natürlich von der Avocado. Aber habt ihr gewusst, dass man durch das Essen einer Avocado glücklicher werden kann? Nämlich, wenn man ein Avocado isst, steigert man seinen Serotoninspiegel. Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn, der die Stimmung hebt. Also man isst eine Avocado und man wird glücklicher dadurch. Das ist ähnlich wie bei der Schokolade. Also, gönnt euch mal ein paar Avocados. Ist gut für euch. The Restaurant of All the Mistakes ist ein Restaurant in Tokio. Das Besondere an diesem Restaurant ist aber nicht etwa die Küche, die wird aber wahrscheinlich auch ganz gut sein, aber das Besondere ist das Servicepersonal. Die Leute, die dort arbeiten, sind nämlich Leute, die an Demenz leiden. Heißt, du gehst dahin, bestellst was und es kann ganz gut möglich sein, dass das Servicepersonal vergessen hat, was du bestellt hast und du bekommst dann ganz was anderes. Auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie ärgerlich, dass man nicht das bekommt, was man bestellt hat. Auf der anderen Seite ist das Restaurant aber auch so erfolgreich, weil die Leute eben diesen Nervenkitzel mögen, dass sie eben was bestellen, aber vielleicht irgendwas anderes bekommen.
Und nebenbei bekommen auch Leute, die an Demenz leiden, einen Arbeitsplatz. Also eigentlich ist das eine Win-Win-Situation. Oder Anni? Wir gehen da auch mal hin. Lego hat ein ganz besonderes Modell von Hausschuhen auf den Markt gebracht. Das Besondere dabei ist nämlich, dieses Modell wurde genau dazu entwickelt, dass man mit seinen Schuhen auf Lego-Steine treten kann, ohne dabei tödliche Schmerzen zu erleiden. Denn wir alle kennen wahrscheinlich das Gefühl, wenn wir barfuß auf Lego-Steine treten, das ist nicht angenehm. Und das hat Lego zum Anlass genommen, diese Hausschuhe zu entwickeln. Hausschuhe, damit man auf ihr Produkt steigen kann. Wunderschön. Das ist eine Marktlücke. In Maui, das ist eine Insel auf Hawaii, gibt es den sogenannten Regenbogen-Eukalyptus. Dieser Regenbogen-Eukalyptus ist, wie der Name schon sagt, in Regenbogenfarben gestaltet. Und dieses Phänomen entsteht dadurch, dass die Baumrinde abschält. Und die verschiedenen Farben entstehen dadurch, dass eben die Baumrinde zu verschiedenen Zeiten abschält. Quasi die Farbe ist der Indikator dafür, wann das passiert ist. Und wenn die Rinde jetzt erst vor kurzem abgeschält ist, dann hat es so einen grünen Ton, also so kräftig grün. Und wenn das schon länger her ist, dann geht es mehr ins Rot-Orange. Und dadurch entsteht eben dieses Farbenspektakel, der Regenbogen-Eukalyptus. Wunderschön. Schauen wir uns auch mal an, ne? Ja. Wenn man Salz auf seine Ananas macht, macht das die Ananas süßer. Grund dafür ist eine chemische Reaktion, die eben entsteht, wenn man Salz auf die Ananas tut. Dadurch entzieht man der Ananas den sauren Geschmack und übrig bleibt nur der wunderbar süße Geschmack der Ananas. Also wenn man Salz auf seine Ananas tut, macht es die Ananas süßer. Anni, ich glaube, wir machen einen Ausflug. Ach Anni, als ob ich dich zerschneiden würde. Friends forever. So, das war's schon mit Brainfuck. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Nicht, dann eben halt nicht. Da unten ist so ein toller roter Abonnier-Button, auf den ihr klicken könnt, um kein Video mehr zu verpassen. Ich hoffe euch... Was soll ich sonst noch sagen? Naja, abonniert mich, was das halt ist. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß bei allem Möglichen, was du so gerade machst. Und ciao. Tut noch alles, was ihr so macht. Und bis zum nächsten Mal und ciao.